Wer ins Büro kommt und von einer Tasse frischem Kaffee auf seinem Schreibtisch erwartet wird, für den hat der Morgen seinen Schrecken verloren. Das dachte sich auch Sascha Wolter und vernetzte seine Kaffeemaschine mit dem 25-Euro-Computer Raspberry Pi. Seine Koffeinration kann er jetzt von unterwegs vorbestellen. Ein Telefonanruf schaltet die Kaffeemaschine ein. Was für den Entwickler nur eine Spielerei ist, wird im Internet zum Musterbeispiel für die Anwendungsmöglichkeiten des Minicomputers. Wir haben uns einen Tag Zeit dafür genommen, das war die Idee. In einem Tag soll das Ding stehen. Und das war's. Es hatte eigentlich keinen weiteren Nutzen. Wir sind selber ganz überrascht davon, dass die Leute sich nicht nur für diese Technologie interessieren, sondern dass sie dankbar dafür sind, dass es mal ein visuelles, verständliches Beispiel für diese Kombination von Geräten über das Internet gibt. Der Raspberry Pi, deutsch Himbeerkuchen, ist ein vollwertiger Computer und nicht größer als eine Kreditkarte. Auf einer einzigen Platine versammelt er alle Chips und Schnittstellen, die Bastler und Programmierer wie Sascha brauchen, um für ein paar Euro ihre Projekte in die Praxis umsetzen zu können. Hinter dem Pi steht die Raspberry Pi Foundation und ein ebenso ehrgeiziges wie ehrbares Ziel. Wir haben ein großes Ziel, dass jedes Kind, das keinen technisch versierten Erwachsenen kennt und den einfach fragen kann, mit dem Pi Freude haben und programmieren lernen kann. Das ist eine enorme Aufgabe. Rund 1 Million Pis wurden bislang verkauft. Ein knappes Drittel davon an Kinder, schätzt Eben Upton. Und mit spielerischen Projekten soll ihre Neugierde geweckt werden. Der Raspberry Pi soll Schüler und Studenten ermutigen, einen Blick unter die Benutzeroberflächen ihrer PCs und Smartphones zu werfen. Wenn man mit dem Raspberry Pi arbeitet, lernt man etwas darüber, wie Computer in ihrem Inneren funktionieren. Man erkennt, dass Computer eben keine magische Blackbox sind, wo einfach irgendwas passiert. Man lernt das Innenleben einer Maschine kennen. Und wenn man sich diese Maschine genau ansieht, stellt man fest, dass das alles gar nicht so kompliziert ist. Von der Vielzahl der Anwendungen ist Eben beinahe selbst überrascht. Sogar in Wissenschaft und Forschung hat der Pi schon Einzug gehalten, wie das Projekt der Bioinformatikerin Alice Zappe zeigt. Mit ihren Kommilitonen sucht sie in Gewässern nach einem ganz bestimmten alten Pilz. Und bis der sich mal zeigt, kann so einige Zeit vergehen. Das ist ein mikrobiologisches Experiment. Und wir überwachen das halt mit einem Raspberry Pi, mit einer Kamera, damit wir nicht jedes Mal ins Labor rennen müssen und wir können uns zu Hause angucken, was sich halt tut bei den Säulen und wann wir dann mal wieder Proben nehmen. Im Stundentakt schießt Alice's Pi Fotos von ihrem Versuchsaufbau und lädt diese automatisch auf ihr Blog hoch. Aber bis dahin war es ein weiter Weg, mit einigen Frustrationsmomenten. Und nicht jeder, der sich einen Pi kauft, bringt auch die Ausdauer mit, solche Probleme zu lösen, weiß Alice. Gerade wenn man so ein Nerd ist und so, dann bringt man schon mal auf diesen Hype auf und sagt, yeah, ich habe einen Raspberry Pi zu Hause. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen will, aber ich habe einen. Also ich hatte dann teilweise Leute, die sich dann mehrere gekauft haben, ja, ich habe sogar zwei. Und aber auch gar nicht wussten, was sie damit machen sollen. Kreativ sein war eben noch nie einfach. Daran ändert auch der Pi nichts. Entscheidend ist, bei einem Raspberry Pi setzt man anders als bei einem Laptop eben keine 1.000, sondern nur 25 Euro in den Sand, wenn beim Basteln mal etwas schief geht. So fördert der Pi ganz gezielt den Experimentiergeist seiner User. Allein das Ausprobieren führt dazu, dass man merkt, dass man irgendwo Probleme lösen kann, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und deshalb geben sich manche Hacker auch nicht damit zufrieden, mit dem Pi zu arbeiten, sondern arbeiten lieber am Pi. Im 3D-Druckverfahren stellen sie spezielle Cases her und mit Lego-Bausteinen entsteht aus 64 Einzelpis ein Raspberry Pi Supercomputer. Die vielen Projekte rund um den Billigcomputer erinnern daran, dass Kreativität keine Frage von Geld oder Forschungsbudgets sein muss, sondern von Ideen lebt. Und die hat die Raspberry Pi Community zu Genüge.